Eintauchen in die Kunst. Das sind die besten Momente für Annika Sachtleben. Ganz aufs Zeichnen konzentrieren. Eigene Welten gestalten. Die junge Frau bemalt ein Holzpanel für eine Sitzbank mit Fragmenten. Instrumente, Hände, Zauberwesen. Daraus webt sie einen organischen Kosmos. Die Wesen, die male ich immer frei von Hand. Die werden nie mit Bleistift vorgezeichnet. Die Kunstwerkstatt der Lebenshilfe Aachen bietet 16 jungen Künstlern mit Beeinträchtigung einen Arbeitsplatz. Sie sind zwischen 20 und 60 und haben hier den Freiraum, ihren eigenen Stil zu entwickeln. Mit der Kunst verdienen sie Geld, denn die Lebenshilfe verkauft ihre Werke. Der 31-jährige Tosch liebt Kalligrafie und Musik. Seit 11 Jahren arbeitet er hier. Aktuell lässt er sich von DJs inspirieren. Gelassenheit und Ruhe. Kunst ist in meinem Leben für mich ganz wichtig. Und das lässt schon immer meinen Gedanken freien Lauf. Jetzt sind sie mit ihrer Kunst im Museum angekommen. Das Aachener Syrmond Ludwig präsentiert ihre Werke. Ein großer Erfolg für die Ateliergemeinschaft der Lebenshilfe. Die Bandbreite ist riesig. Jeder hat sich ein Werk der Sammlung ausgesucht und eine eigene Interpretation geschaffen. Es geht nicht darum, etwas zu kopieren, sondern neue, eigenständige Arbeiten zu kreieren. Der Impuls kam von dem Kunsthistoriker Vincent Rudolph. Er hat einzelne Werke noch mal neu kennengelernt durch den Blick der anderen. Sie stellen andere Fragen, auch in Bezug auf die Werke, auf Bezug auf Farbigkeit, in Bezug auch auf die Zusammenstellung. Also sie erzwingen es nicht, sondern sie haben eben einen sehr offenen, sehr spielerischen Zugang auch teilweise. Es ist ja auch oft ein sehr hoher subjektiver, emotionaler Anteil einfach dabei, warum man auch sich zu einem Werk hingezogen fühlt. So schön. Aber ich mag O-Federn sehr gern. Mit dem schönen Hut. Und schon sehr schön, den fand ich. Der Hut mit den Federn auf dem historischen Gemälde hat Annika zu ihrer Zeichnung inspiriert. In ihrem künstlerischen Hutladen hat sie den opulenten Federschmuck integriert. Aber auch andere Hutformen, die ihr auf verschiedenen Bildern im Museum aufgefallen sind, bringt sie in ihre Kunst ein. Das ist ein verrückter Hutladen, weil eigentlich sich ja alles bewegt. Es bewegt sich ja alles eigentlich. Im Atelier gibt es neue Ideen und Herausforderungen. Annika hat eine experimentelle Kinoszene entworfen, an der sie Wochen gefeilt hat. Der Projektor, der war am schwierigsten. Da war die Katze noch nicht das Schwierigste. Der Projektor, der war wirklich sehr schwierig. Ich freue mich immer zu zeichnen, weil da hat man so viele Ideen, die man aufnehmen kann. Aber man kann auch Gefühle in Kunst reinbringen. Und das finde ich so schön, was man so Gefühle in Kunst reinbringen kann. Frischer Wind im Syrmond Ludwig. Wie Künstlerinnen und Künstler der Lebenshilfe etablierte Kunst neu gestalten, ist ein besonderes Geschenk.